Und genauso wie der Händler, wenn er ehrlich ist in seinem Handel, sein Handel gesegnet wird, genauso der Diener, wenn er ehrlich ist in dem Umgang mit Allah Ta'ala oder diesem Handel mit Allah Ta'ala, dann wird auch dieser Handel gesegnet. Und die Ehrlichkeit im Handel mit Allah Ta'ala ist, dass dieses Handeln frei vom Riya ist, frei von Dingen, die die Handlung des Menschen, sein Tun beeinträchtigen können, frei von Selbstgefälligkeit in den Handlungen, und dass er jede Handlung, die ihm ermöglicht worden ist, als eine Gunst und Gnade Allah Ta'ala sieht, nicht als sein eigenes Werk betrachtet. Mensch, das ist die Ehrlichkeit im Handeln mit Allah Ta'ala. Und in mehreren Stellen des Korans wird der Verkehr des Menschen mit Allah Ta'ala auch als ein Geschäft bezeichnet. Es werden tatsächlich Begriffe verwendet, die wir auch für den Handel verwenden. Allah Ta'ala sagt, Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum, Inna Allah ishtara min al-mu'minina amwalahum anfusahum bi anna lahum al-jannah. Allah Ta'ala, Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum amwalahum bi anna lahum al-jannah. Er hat von den Mu'minin ihre Seelen, also ihr selbst und ihr Vermögen gekauft gegen das Paradies. Oder Allah Ta'ala sagt im Koran, قُلْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Sprich, soll ich euch nicht auf einen Handel verweisen, der euch vor einer schmerzhaften Strafe befreit oder errettet? Und dann nannte er einige Handlungen, den Iman an Allah und den jüngsten Tagen und so weiter.